Was bedeutet es, als Frau im größten Flüchtlingslager der Welt zu leben? In einem Land, das dich nicht will. In einer Gesellschaft, in der du kaum Rechte hast. Es fühlt sich an, als wäre ich in einem Gefängnis. Sie gewähren uns nicht den geringsten Raum. Das macht mich wütend. In einem Lager, in dem Entführungen an der Tagesordnung sind. Wenn sie nicht gehorchen, holen und verprügeln wir sie. Dieser Film erzählt von Frauen, die versuchen, sich zu behaupten. In einer Situation, in der es ihnen an allem fehlt. Einem Zuhause, Grundrechten und Sicherheit. Fast 1 Million geflüchtete Rohingya leben im Lager in Cox's Bazar. Sie sind staatenlos, haben als muslimische Minderheit in ihrer Heimat Myanmar lange für Unabhängigkeit gekämpft. Doch im Jahr 2017 wurden sie vertrieben. Die Armee des von Buddhisten beherrschten Myanmars bombardierte ihre Dörfer und brannte sie nieder. Vergewaltigte und mordete. Seitdem leben die Rohingya in dem völlig überfüllten Flüchtlingslager im benachbarten Bangladesch. Sie dürfen weder arbeiten noch eine normale Schule besuchen. Bangladesch will sie so schnell wie möglich zurückschicken. Doch das Militärregime in Myanmar blockiert. Seit mehr als 5 Jahren teilt sich die 30-jährige Rumida Begum das Zimmer in ihrer Hütte mit Mutter und Bruder. Nur ganz selten hat sie einen Moment für sich und schaut dann am liebsten TikTok-Videos. In Myanmar hatten wir einen abgetrennten Platz in der Nähe unseres Hauses. Wir Frauen konnten dort zusammensitzen und uns unterhalten. Das war schön. Hier im Lager gibt es so etwas nicht. Wir müssen immer in unseren Hütten bleiben. Deshalb ist es für uns Frauen im Lager so schwierig und viele von uns sind traurig und deprimiert. Rumida und ihre Familie sind religiös. Wie die meisten Frauen in der konservativen Rohingya-Gesellschaft halten sie sich strikt an die Regeln der Poda. Jene Norm, die Frauen vom Rest der Gesellschaft getrennt zu halten. Hinter einer Burka oder versteckt im eigenen Haus. Hier im Lager ist es sehr schwierig, Poda aufrechtzuerhalten. Wenn wir auf die Toilette gehen, sehen uns die Leute. Wenn wir Wasser holen, sehen sie uns. Selbst wenn wir in unserer Hütte sitzen, können sie uns von außen sehen. Das ist wirklich sehr schwierig. Rumida hat gelernt, sich in der Öffentlichkeit zu bewegen. Seit einigen Jahren ist sie, dank einer UN-Frauenquote, Abgeordnete für einen Teil des Camps. Sie ist zuständig für etwa 16.000 Menschen, vermittelt in Familienstreitigkeiten und hält Verbindung zu den NGOs. Ich wollte dafür sorgen, dass alle Menschen im Lager sicher und glücklich sind. Ich hatte gehofft, dass ich ihnen über so viele Kanäle wie möglich die Dinge besorgen kann, die sie brauchen. Nach ihrer Wahl wurde sie bedroht von Männern, die nicht wollten, dass sie diesen Posten besetzt. Doch Rumida wich nicht zurück, wollte eine Stimme sein für Frauen und Mädchen. Denn noch immer sind so grundlegende Dinge wie der Gang zur Toilette eine riesige Herausforderung für die Frauen im Camp. Wir haben nur eine einzige Toilette für alle Familien hier. Jeden Tag müssen wir uns anstellen. Besonders junge Frauen fühlen sich unwohl, wenn sie mit fremden Männern in einer Reihe stehen müssen. Unwohl, aber oft auch voller Angst. Denn auch wenn Rumida es vor unserer Kamera nicht so deutlich sagen will, andere bestätigen, dass Frauen bei den Toiletten immer wieder sexuell belästigt werden oder sogar vergewaltigt. Vor allem nach 17 Uhr, wenn alle Helfer das Lager verlassen müssen.
Nach dieser Zeit ist das Lager ein gefährlicher Ort. Häusliche Gewalt ist weit verbreitet, Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe, Kinderheirat ist weit verbreitet, sexuelle Belästigung, ja, alles. Die Australierin Dana Perez betreibt im Lager ein Lernzentrum für heranwachsende Mädchen. Männer und Jungen haben hier keinen Zutritt. So versuchen sie, die vielen Familien zu überzeugen, die ihre Mädchen nicht in die Schule schicken wollen. Aus Sicherheitsgründen oder einfach, weil es gegen die gesellschaftliche Norm verstößt. Wir sehen immer wieder, dass Mädchen, wenn sie 10 oder 11 Jahre alt sind, plötzlich von den Lernzentren wegbleiben. Und jeder weiß warum, weil sie ihre Menstruation bekommen haben und die Familien sie zu Hause behalten. Wir versuchen, diese verschwundenen Mädchen zu erreichen. Die Jugendlichen lernen Mathematik, Burmesisch, Englisch und Lebenskunde 3 Stunden am Tag. Für viele ist es die erste Chance im Leben, überhaupt etwas zu lernen. Lesen zu können ist wichtig. Wenn ich draußen im Lager bin und mich verlaufe, da sind überall Schilder auf Englisch und Burmesisch. Wenn ich lesen kann, finde ich den Weg zurück nach Hause. Wenn ich genug Bildung bekomme, möchte ich gerne Lehrerin oder Ärztin werden. Aber das ist wahrscheinlich nicht möglich. Denn nicht nur ihre Familien, sondern auch die Regierung von Bangladesch schränkt ein, was die Mädchen lernen dürfen. Inhalt und Umfang des Unterrichts im Camp sind stark begrenzt, müssen außerdem strikt dem Lehrplan von Myanmar folgen. Zum Beispiel Bangla, die Landessprache von Bangladesch, zu unterrichten, ist strengstens untersagt. Der Unterricht wird kontrolliert, um sicherzustellen, dass der Lehrplan eingehalten wird, so wie er genehmigt ist. Es gäbe also Strafen, wenn es nicht korrekt unterrichtet würde. Zum Beispiel, wenn Bangla in einem Buch gefunden würde, das wäre ein Problem. Die Behörden sind in dieser Hinsicht sehr, sehr streng. Wir verlassen das Lager, um den Kommissar zu treffen, der für die Geflüchteten zuständig ist. Mizanur Rahman verteidigt die Entscheidung, den Rohingya eine bengalische Schulbildung zu verweigern. Wir sind nicht verpflichtet, sie zu unterrichten. Warum sollten wir unsere Steuergelder für die Bildung der Menschen eines anderen Landes ausgeben? Das ist nicht unser Mandat. Um das klarzustellen, Ihre Regierung will also diese Menschen nicht integrieren? Nein, definitiv nicht. Bangladesch werde die Rohingya nicht zurück nach Myanmar zwingen, sagt er noch. Aber der Druck auf die Rohingya-Gemeinschaft wächst. Die Geflüchteten dürfen das Lager inzwischen nur noch mit Genehmigung verlassen. Erst kürzlich wurde es mit Stacheldraht eingezäunt. Dazu kommt, dass viele Hilfsorganisationen ihre Rationen wegen fehlender internationaler Mittel kürzen mussten. Shahida Winwa ist leid, auf Unterstützung zu warten, die vielleicht niemals kommt. Im Gegensatz zu den meisten Frauen im Lager ist sie in Myanmar zur Schule gegangen. Sie wollte helfen und gründete in ihrer Hütte eine kleine Schule. Ich dachte, wenn ich mein Wissen an andere weitergeben kann, wäre das eine gute Sache. Und die Mädchen könnten dann ihrerseits wieder andere unterrichten. Deshalb habe ich beschlossen, Lehrerin zu werden. Aber mein Traum hat sich nicht erfüllt. Ich wurde auf viele Arten bedroht. Die Leute haben mich mit Schlamm beworfen und vieles mehr. Irgendwann musste ich aufhören. Doch sie wollte ihren Traum, etwas für die Frauen zu erreichen, nicht begraben. Also begann Shahida zu schreiben über ihr Leben als Frau im Lager.
Ich kämpfe jetzt mit meinem Stift, sagt sie. Wir wollen die gleichen Rechte wie Männer. Das heißt Bildung und Freiheit und alles, was Männer bekommen. Ich bin nicht gegen Purda, aber wir können eine Ausbildung bekommen und viele Sachen machen und gleichzeitig Purda aufrechterhalten. Doch kurz nachdem sie begonnen hatte, solche Dinge öffentlich zu sagen, wurde sie von militanten Rohingya im Lager angegriffen und verletzt. Seitdem hat sie Albträume und traut sich nicht mehr aus ihrer Hütte. Am liebsten würde sie nach Myanmar zurückkehren, aber auch das ist keine Option. Sie würden mich verhaften, sobald wir die Grenze überqueren. Wisst ihr, ich habe noch nie in Frieden gelebt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt. Ich möchte Frieden fühlen, aber bis jetzt habe ich das noch nie erlebt. Auch die Camp-Abgeordnete Romida ist sich der ständigen Gefahr bewusst. Heute trifft sie sich mit Frauen aus der Nachbarschaft. Sie organisiert diese Art von Treffen regelmäßig, um Neuigkeiten auszutauschen und ihre Fragen zu beantworten. Wenn wir irgendwelche Probleme haben, löst sie sie. Romida tut uns gut. Mit einem Mann können wir nicht mal über die Hälfte unserer Probleme sprechen, denn über vieles können wir mit Männern nicht sprechen. Deshalb haben wir eine Frau aus unserer Mitte gewählt. Ihre größte Sorge? Sicherheit. Sie haben das Gefühl, dass die Polizei sie nicht ausreichend schützt. Entführungen und Erpressungen sind an der Tagesordnung im Camp. Gerade wurde der Sohn einer der Frauen entführt, schon zum zweiten Mal. Sie haben uns angerufen und gesagt, wir würden ihn zurückbekommen, wenn wir 2000 Euro zahlen. Wenn nicht, töten sie ihn. Ich habe mir von verschiedenen Leuten Geld geliehen und es an sie geschickt. Wer sind die Entführer? Ich weiß es nicht. Es ist ein offenes Geheimnis, dass militante Rohingya-Gruppen innerhalb des Lagers hinter den Entführungen stecken. Aber die Frauen haben zu große Angst, auch nur ihren Namen zu nennen. Wir sind wieder außerhalb des Lagers. Ein Kontakt hat ein kurzes Treffen mit einem Mitglied der mächtigsten militanten Gruppe arrangiert, die in den Lagern operiert. Der Mann gehört der ARSA an, der Arakan Rohingya Salvation Army. In Myanmar kämpfte die Gruppe für Selbstbestimmung. Aber jetzt terrorisiert sie ihr eigenes Volk und agiert wie eine Sittenpolizei. Wir sagen den Frauen, dass sie drinnen bleiben sollen. Und wenn sie nach draußen gehen, müssen sie richtig verschleiert sein. Wenn sie das nicht machen, werden sie verwarnt. Wenn sie dann immer noch nicht gehorchen, werden sie abgeholt und verprügelt. Manchmal auch ihre Ehemänner. Nicht um sie zu töten, sondern um ihnen eine Lektion zu erteilen, fesseln und schlagen wir sie. Und wenn eine Frau trotzdem weiter zur Arbeit geht oder in ihrem Haus unterrichtet? Das passiert nicht. Aus Angst werden sie normalerweise höflich. Der Terror wirkt, auch bei Romida. Nach 4 Jahren als Abgeordnete des Camps hat sie beschlossen, nicht mehr zu kandidieren. Wer will sich schon vor eine Waffe stellen? Stell dir vor, jemandem passiert hier etwas Schlimmes und er beschwert sich bei denen. Dann holen sie mich vielleicht. Was ist dann? Ich bin traurig, den Job aufzugeben. Aber wenigstens wird er mich nicht das Leben kosten. Was bedeutet es, als Rohingya-Frau im Flüchtlingslager in Cox's Bazar zu leben?
Wegen der schlechten Sicherheitslage hat sich der ohnehin schon begrenzte Raum der Frauen weiter verkleinert. Mädchen und Frauen verschwinden immer mehr aus der Öffentlichkeit, sind mehr und mehr gezwungen, in ihren Hütten zurückzubleiben. Nicht mehr gesehen, nicht mehr gehört. Ihre Rechte unterdrückt.